Ich unterbreche ungern den Beef-Clip tatsächlich, der dann immer noch gerne ein bisschen weiterläuft. Ich muss mal gucken, dass das vielleicht mal gesteuert wird, dass der Sound vorher abbricht oder so. Irgendwas muss ich da mal machen. Auf jeden Fall sind wir wieder da und ich habe Kaffee. Der Beweis, na, es ist wieder da. Und ist vor allem warm. Ich muss es jetzt nur noch ein bisschen dran denken, dass ich den auch trinke. So, wir machen weiter. Passe zur Pause. Hallo an der Stelle. Grüß dich, Metalbeer. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Kaffee. Schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich suche immer noch die Sicherung. Es ist halt auch irgendwie, ich weiß es halt mittlerweile auch nicht mehr. Also hier oben komme ich jetzt nicht mehr hin. Hallöchen, Feenzauber. Erste Chatnachricht. Willkommen bei uns. Bei diesem Haufen Ungewissheit. Was jetzt eigentlich gerade Phase ist und wo ich hin muss. So, hier war eine. Die andere war auf der... bitte nicht in... Oh Gott. Ich habe... Aus großer Höhe habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass da irgendwie was kaputt geht. Was ich... Da ist doch nicht... Da ist nicht ein... Du hängst in der Luft, Mädchen. Da sind... Ach, egal. Ich frage einfach gar nicht. Ich hinterfrage hier gar nichts mehr. Gefühlt schon wieder lange her, als ich das Level gespielt habe. Ja, also bei mir noch länger. Ich glaube, den Original Tomb Raider 2, das ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr lange her tatsächlich. Ja, das ist sehr lange, da habe ich auf jeden Fall hier auch schon gewohnt. Das kann gar nicht so lange her sein. So, das war die eine Tür, die habe ich geöffnet. Das war die Klappe oben. Fertig. Ne, da sind Stacheln, die sieht man noch nicht. Das Original ist bei mir aber auch sehr lang. Ja, ja. Wahrscheinlich dann auch irgendwie nochmal im Original oder sowas. Ansonsten halt irgendwie dann nochmal angeschnitten. Also ich bin ja auch eher links gelandet. Das Problem ist nur, ich weiß, ich war in einem anderen Raum schon mal. Nämlich der, wo man, wenn man runterrutscht, also quasi mit dem Dach. Also der mit diesem Kuppeldach auf der anderen Seite und dann kann man da, ne, mit dieser Druckplatte, wo ich noch gesagt, die unnötig GmbH hat es definitiv gebaut. Aber wo ist der? Da ich krieg das nicht geschissen, da wieder hinzukommen gerade. Ja, einen Hilfebrauchsschrei mache ich sehr gerne. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, einen kleinen Tipp nehme ich auf jeden Fall schon mal. Wo die letzte sein könnte. Also da oben in der Ecke, die habe ich. Wo man quasi rüberspringt, dann oben in der Ecke, die habe ich. Wo war die andere? Die war in irgendeiner von den anderen Räumen, glaube ich. Da weiß ich schon gar nicht mehr, welche davon jetzt die erste war. Und oben durch die Tür, also quasi hier in der Mitte, war ich auch. Aber wo jetzt? Warte mal. Der schießt wütrig. Wo ist er? Da, ja. Ich war jetzt vorhin auch schon, ich habe zwei Sicherungen eingesetzt, nur ich finde ums Verrecken gerade die dritte nicht. Aber die wird safe irgendwie da in dem Raum sein mit den Druckplatten und immer nur über irgendwie Ecken springen, wo ich nur so stolz auf mich war, dass ich gesagt habe, ja, guck mal, hier kannst du einfach drüber springen. Ich glaube, das war im Endeffekt jetzt nicht die beste Idee. Ja, hier sind die ganzen anderen Dinger. Hier gegenüber ist meiner Meinung nach ein leerer Raum. War das hier? Also ich mache den jetzt gerade immer nicht extra auf. Ich glaube, der ist schlichtweg leer. Das Ding konnte ich verschieben, aber das war halt generell einfach nur, um das hier freizulegen, glaube ich. Hier ist jetzt der Bootsraum irgendwann hinter. Ja gut, das hatten wir ja hier. Das zerbröselt dann mal wieder hier. Da oben rechts ist das Secret. Hier ist der Bootsraum, okay. Zumindest unten drunter. Das hat vorhin ja jetzt nicht so gut funktioniert. Hier rechts ist jetzt auch wieder dieses nachgebaute Tomb Raider 1 Ding mit der Wippe, nenne ich es mal. Erzähle ich mir jetzt gerade übrigens eher nochmal, um das alles in meinem Kopf nochmal zu rekonstruieren. Ist das der Raum? Ja, das ist der Raum. Okay, immerhin. So. Hier wollte ich eigentlich ursprünglich nochmal hin, aber hier ist es auch nicht, ne? Es sei denn... Nein. Guck
kurz vergessen, was ich eigentlich wollte. Hast du den schon nur unten? Kann sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die erste ist. Ich wollte jetzt erstmal den Raum hier nochmal finden. Aber der ist, glaube ich... Ist da in der Ecke? Nee, da kommt man gar nicht hin. Also wenn, dann ist das da irgendwo. Ich wollte halt nochmal irgendwie wenigstens da hinschießen. Warte mal. Wir speichern das nochmal. Ja. wir machen nochmal kurz das Gelade hier. Ich meine, ich weiß das mit der Klappe. Ich versuch's jetzt gerade nur mal irgendwie anders nochmal zu regeln. Ja, da unten drunter kriechen kann ich ja jetzt zum Beispiel nicht. Ist dann jetzt halt original nochmal wegen der Klappe, ne? Weil ich komme ja quasi über die andere Eckenspringerei, habe ich das ja schon mal zumindest geschafft da. Ach, hier kann ich stehen. Das ist zumindest auch schon mal gut zu wissen. Dann kannst du ja quasi zickzack springen. Unwissentlich ohne Schalter. Ja, das vorhin. Also das mit dem Schalter, den habe ich gedrückt, habe mir gedacht, ja gut, läufst du halt einmal außen rum, aber ich habe dann hier über die Schräge quasi, bin ich dann, ich glaube, hier gelandet. Ja, toll. Genau da bin ich gelandet. Ach, da ist ein Hai drunter. Schön. Das ist fast wie so eine, wie irgendwie von so einem Superbösewicht tatsächlich, der Leier. Oder länger, oder wie auch immer. Meintest du den Bootsraum oder ist hier unten jetzt noch eine? Ich wollte noch ein End of Dream schreiben, ja. Ja, okay, ich muss dann aber auch treffen, ne? Also ich darf dann jetzt nicht großartig dran nochmal vorbei. Kann ich nicht jetzt hier runter segeln einfach? Oh, kann ich nicht. Also das hat jetzt auch 20 Mal funktioniert, jetzt bei dem Mal ist es jetzt wurscht. Also hier von unten... Ja, wo, ja doch, warte mal, hier war doch die Sicherung, oder nicht? Hier war doch die erste gewesen und die zweite war dann oben in dem anderen Raum, oben auf dem Balkon. Das heißt, jetzt fehlt mir noch eine, bei der ich keine Ahnung habe, wo sie ist. Ich will aber auch noch nicht fragen, ne? Eigentlich habe ich gut Bock, Kaffee zu trinken. Auf der anderen Seite... Ne, ist alles cool. Ist auch vorbildlich, dass das nicht direkt rausgeplärt wird. Aber es juckt schon jetzt die ganze Zeit in den Finger, das jetzt doch nochmal zu fragen. Hier unten ist ja das Boot. Ich gucke jetzt einmal nochmal... von oben zumindest einmal, ob da unten irgendwo was liegt. Tut halt auch weh, ne? Ich habe oben jetzt immer noch den Speicherpunkt. Hier ist ja jetzt dann der eine... Ach nee, warte mal. Ja gut, da gibt es noch einen anderen Weg theoretisch weiter hoch. Dann über die Klappe weiter wieder und dann bist du wieder oben in den anderen Raum. Boah, hätte die nicht einfach theoretisch wirklich da, wo man sie braucht, liegen können? Schon mal so als Anteaser, falls man das zuerst macht. Blüb. Ist auch grundsätzlich immer hier der Sound, ne? Da ist die Sau. Ach, ja. 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 Und schon haben wir einen Durchgang. Siehste, hat nur einen Kaffee gebraucht. Und 50 Anläufe. Warte mal. Da lang. Irgendwie kam ich nochmal auf der anderen Seite zu dem
Knöpfe jetzt. Da ist es doch. Meine Fresse, ey, das war jetzt aber auch wieder eine Geburt. Ich hatte das gleiche Situation, aber auch beruhigt. Ein bisschen. Es ist schön, nicht allein zu sein bei sowas. Mann, ey, ich hab den aber auch ums Verrecken nicht gesehen. Ey. Ich war so oft da in dieser komischen Tür, aber das ist ja immer so, wenn du dann immer noch so dieses eine Item suchst. So. Einmal hier durch, Köpfchen nochmal kurz ein bisschen einhauen. Jetzt aber zurück. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht jedes Mal, wenn ich eine Sicherung finde, immer grundsätzlich immer, ich weiß, da ist ein Secret, aber das will ich jetzt gerade nicht. Hallo. Da sollst du rein. Mann, ey. Spätestens seit ich auch etwas untätig bin, den Menschen, die fragen, bevor sie Tipps im Chat schreiben, sofort sympathisch. Dankeschön für den Follow. Wir haben neue Alerts. Sie wurden auch von Missy übrigens abgesegnet. Ich habe extra gefragt, darf ich? Hat sie gesagt, ja, mach. Sind Menschen, die fragen, bevor sie Tipps sind, sofort sympathisch. Ja, ich meine, ich habe mittlerweile, es gibt auch so den einen oder anderen Streamer, da war ich immer selbst überrascht, die dann einfach sagen, immer so Feuer frei, ne? So, erzählt mir bitte alles klar im Kleinsten, was hier bitte passiert. Aber so ein bisschen setze ich dann eigentlich immer voraus, dass, also ich frage halt auch. Es gibt ja genug, die das dann immer zum ersten Mal spielen, auch wenn es bei mir nicht der Fall ist. Zumindest das Original habe ich ja halt damals schon mal gespielt, aber das ist ein bisschen her. Dankeschön übrigens nochmal für den Follow. Und danke fürs Zurückhalten und Fragen, bevor hier die Tipps rausgeballert werden. So, jetzt kommen wir hier oben hin. Und ich gehe ganz... Oh Gott, ey. Egon, nicht so stürmisch. Danke. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich muss hier rüber. Und noch weiter rüber, hätte ich jetzt gesagt. Also weiter hinten, dann bist du dieser Luke. Was jetzt großartig passiert ist mit dem Schalter, das ist eine andere Frage. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich muss hier hin. Vielleicht ist auf der anderen Seite schon irgendwie was passiert oder so. Ah. Das Wasser unten, oder? Ah, was soll der Geiz? Egon, der Stürmische klingt ein wenig in Kindresivale von Günni sein. Ja, das hätte was. So, Madame de Monsieur, ich hätte vorher speichern sollen, fällt mir jetzt gerade mal auf. Ja, aber das Wasser. Immerhin ist es jetzt nicht irgendwie, ne? Sie hat sich nur umgedreht. Nicht, dass das jetzt irgendwie darin endet, dass sie einfach nur gegen die Wand springt und dann trotzdem stirbt auf der Höhe oder so. Jetzt kann ich mal eben kurz speichern. Da kriege ich dann doch ein bisschen Bammel, dass jetzt noch was passiert hier. Allehüb. Doch kein Allehüb. Oh nö. Oh. Ja, dann bring jetzt dein Werk auch zu Ende. Danke. Da hätte ich doch ein bisschen anders springen sollen, tatsächlich. Dieses Durchgewarte, während du angeknabbert wirst, das endet nie gut. So. Gut, dass ich gespeichert habe. So, hier geht's noch mit dem Springen. Hier gleich nicht mehr, das heißt, so ist besser. Und hier ist safe noch was anderes im Wasser, aber ich will erst den Barracuda loswerden, wenn das überhaupt geht. Noch ein Egon! Da in der Ecke ist, glaube ich, was. Aber ich will hier... Ne, da in der Ecke ist was. Ja, das war... Die heißen da übrigens jetzt alle Egon einfach. Das war Egon der Buntbarsch. Ach ne, komm, wir gehen... Ich gehe jetzt erstmal hier in die Ecke und guck mal... Ach ja, Harpunenmuni. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können als Harpunenmuni in diesem Moment jetzt. Also das ist... sehr großzügig, danke.
Wir gehen hier nicht in die Ecke. Buntbarsch Egon, der Nemesis von Meerjungfrau, Mann, ja. Hä? Nicht so stürm. Jetzt hör doch auf. Mann, ey. Kampfkunst. Ja, komm. Die Gleichheit der Medipacks muss es zu jeder Zeit gegeben sein. Direkt wieder speichern hier. Das ist doch ein bisschen länger jetzt das Level, als ich eigentlich gedacht habe. Übrigens, ich glaube, es ist keine gute Idee, hier gegen die Fensterscheiben zu schießen normalerweise, ne? Weil ich glaube, so dicht sind die nicht. Das ist, glaube ich, sowieso ein Wunder, dass es so weit unten immer noch das Glas hält. Aber Physik. Aha. So, der Kollege hatte jetzt zumindest auch noch ein Medipack dabei. Da bin ich ihm sehr dankbar für. Da ist eine Tür. Hier ist von wegen Gas geben Hebel und so. Wir kennen die nicht, den Gas geben Hebel. Da ist eine Tür. Da ist ein Gang. Poor man's Fackel. Das ist Egon. Und das ist Egon. Und der hier heißt Egon. Richtig, Günther. Ja, da aus der Szene hat Günni ja auch seinen Namen. An dem Tag, wo ich zum ersten Mal diese Folge gesehen habe, wurde beschlossen, dass meine RPG-Charaktere nur noch Günther heißen. Oder sehr viele zumindest. Also ich nenne jetzt nicht jeden meiner D&D-Charaktere Günni oder so. Nee. Aber in grundsätzlich irgendwelchen Singleplayer-RPGs oder so. Wahrscheinlich auch wieder bei Dragon's Dogma Ende des Monats, wenn wir da reingucken. Mit Vasall Bärbel höchstwahrscheinlich. Also es ist eigentlich so gut wie 100% sicher schon. Hier geht's runter übrigens. Was allerdings immer noch nicht 100% sicher ist, ob ich mir das Spiel jetzt hole. Ich warte noch so ein bisschen auf Zweitmeinung, aber im Moment sieht vieles danach aus. Bei D&D gibt es dann auch ab und zu ein Günther, ja. So ein Elf oder so. Aber grundsätzlich ist es immer irgendwie so, dass Elfen irgendwann ins Französische wechseln oder Zwerge ins Russische, akzenttechnisch. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Übrigens, jetzt diesen Hebel zu ziehen, ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Warte mal. Ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen. Weil die sind ja gerne auch mal geteilt hier auf dem Schiff. Ich renne jetzt einfach mal hier. Aha. Das hat's gebracht. Aha. Gut, dass das intelligente Türen sind, die dann trotzdem nochmal aufgehen. Da bin ich der Tür sehr dankbar für. Ich hätte vielleicht drücken sollen. Komme ich hier jetzt nochmal durch oder? Ja, natürlich nicht. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ich hätte das Ganze vielleicht mal reindrücken sollen. Wenn es sonst nirgendwo geht und ich mich mit dem anderen Ding irgendwie einsperren würde, dann ist es, glaube ich, echt mal an der Zeit, auch mal zu drücken. Und siehe da, ein Hebel. Kann ich noch weiter drücken? Nee. Die ist genau dafür gedacht. Das ist dann wahrscheinlich die andere Tür. Oder auch nicht. Ich gehe jetzt schlicht und ergreifend einfach mal davon aus, dass das hier unten ist. Nein, Scheiß ist hier. Hier ist gar nichts. Warum? Hier ist nicht eine Sache. Also warum ist da nichts? Ach so, weil ich das ziehen kann. Das ist ja eiskalt. Aber bringt mir vor allem auch nichts. Hä? Warte mal. Wenn ich das weder ziehen noch drücken kann, einfach nur aus der Tatsache heraus, dass ich keine Möglichkeit habe, hier irgendwas zu ziehen oder zu drücken. Warum kann ich es dann ziehen? Oh. Da ist ein Hebel. Ich bin aufs Schärfste verwirrt. Wie hat der Hebel im Container existiert? Frag mich nicht in der Logik. Das ist, den Kampf habe ich aufgegeben mittlerweile hier bei dem Ding. Ne, ich kann damit jetzt gerade nichts machen. Normalerweise müsste ich den ja irgendwie von der anderen Seite jetzt da hinschieben oder so. Also irgendwas müsste theoretisch zumindest
Entfernt werden, hätte ich gesagt. Ah, hier ist ein Schlüsselloch. Ist auch mal interessant. Erstmal die Map kennenlernen, ne? Das ist mal vielleicht gar nicht mal so unwichtig. So, warte mal, hier geht es jetzt gerade nicht lang. Da ist jetzt nochmal eine Tür. Hier war der Hebel für die eine Tür auf der anderen Seite. Der Hebel hat dann jetzt eine Falltür geöffnet. Und die ist natürlich irgendwo da hinten. Siehst du mal. Ich hätte übrigens echt mal speichern sollen, bevor ich hier rein... Ja, genau deswegen nämlich. Die habe ich doch schon durch die Bullaugen gesehen. Okay, wir müssen Gas geben. Ich muss... Keine Ahnung, was ich hier suche. Aber ich sag mal, wenn ich es... wenn ich es bis zur Hälfte nicht gefunden habe, dann brauche ich auf jeden Fall zu lange zurück. Ach du heilige Scheiße. Ja, genau. Marit Jude Medipack war schön mit dir. Einfach mal so zwei Happen von einem Hai. Kann man auch mal überleben, ne? So, ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Ich hoffe mal, das war das Einzige, was ich hier finden kann. Ich bin zu 80% sicher, dass hier noch irgendwo ein Secret oder sowas ist, aber das ist mir jetzt gerade herzlich wurscht. Das war der Schlüssel für die Tür weiter in der Ecke von dem Raum. Also zumindest von der Tür, der einzigen Tür hier in der Umgebung, die ein Schlüsselloch hatte. Das Medipack lebt in dir weiter, ja. Wir werden es nicht vergessen. So, bevor ich den jetzt aber aktiviere und auf die Gefahr hin, dass danach dann irgendwie wieder so 20 Goons da rausrennen, speichere ich mal einmal vorher. Der Kabinsenschlüssel. Drehen Sie mal. Für Kabinen klingt jetzt eigentlich auch schon wieder, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie die hier hingekommen sein sollen. Nach irgendwelchen Maggern. Ah, jetzt kann ich es schieben. Das ist eine Klappe, das ist gar nicht fest. Das ist ja schelmisch fast schon. So, und es ist mit Sicherheit mittlerweile. Also jetzt ist es wirklich komplett bestätigt, dass die Unnötig GmbH dieses Schiff konstruiert hat. Die machen nicht nur Häuser und Wohnungen. Die bauen auch komplette Gefährte hier. Womit dann auch bestätigt wird, dass sie eine Werft haben. Maxaul. Beziehungsweise Owl oder nur Maxa, ich weiß es noch nicht, aber schön, dass du reinschaust. Hi. Viel zu verspätestens. Danke für den Follow übrigens. Glaube ich zumindest. Ich habe den letztens nochmal irgendwo gesehen. Grüß dich. Nur Maxa, okay. Ich versuch's mir zu merken. Hoffe mal, alles cool bei dir. So, der Hebel wurde gezogen. Jetzt ist nur wieder die Frage. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Ey, ich muss mir wirklich mehr diese Scheißsequenzen angucken, damit ich auch mal weiß, was hier passiert. Nee, da ist es nicht. Ich zieh den nochmal. Ich weiß nicht mal, Videospiele auch mal irgendwie bewusst spielen. Das ist, glaube ich, echt ein neuer Trend. Den sollte ich mal ausprobieren. Solange nicht nur Max draus wird. Ah, ja, ja. Okay. Wo ist es? Warte mal, das ist an irgendeinem scheiß Hebel. Da ist eine Tür, da ist ein Hebel. Das heißt... Hier? Nein. Wo war denn noch eine Tür und ein Hebel? Warum passiert das? Warte mal. Nee, dann ist das da wahrscheinlich. Hier war dann der Hebel mit der Tür von dem anderen Gang vielleicht. Unter Umständen hier vielleicht hoch. Nein. 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 Hä? Ja, alles super. Feierabend eben. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles cool. Danke der Nachfrage. Ja, Feierabend klingt doch schon mal... Sehr, sehr schön. Hier ist diese Tür. Die mit dem Schlüssel. Die ist das Rätsels Lösung. Siehst du mal. Ich würde mal raten, es ist im Schiff. Danke, Iridin, für deinen Beitrag.
Immer dieses Backseaten hier. Fehlt eigentlich noch. Kommt's nicht? Sag ich doch. Da unten sind sie. Ist auch kein Flammenlord dabei, glaube ich. Ne? Ich habe erst den rechten für einen Flammenwerfer-Kollegen gehalten. So, effektives Munitionssparen von anderen Waffen ist auch immer wieder gut. Ich bin immer wieder Bilfi. Ja, ja, weiß ich. Ich bin dir auch immer wieder sehr dankbar. So, ne, warte mal, da falle ich doch jetzt wieder runter. Das ist doch wieder so ein Teil, wenn ich runterrutsche, dann ist nicht gut. Jawohl. Nee, dann lande ich auch wieder in dem Haifischbecken, glaube ich. Dann, das ist nicht gut, wenn ich da runterfalle. Hier runterfallen wahrscheinlich auch nicht. Nö. Was ich machen kann, ist mich hier runterlassen und hangeln. Aber erst nach einer Speicherung. Hallo? Speichern und Kopfsprung? Oh ja, ne, jetzt wo du sagst. Das war jetzt ein bisschen läppsch, ne? Da machen wir einen vernünftigen. So, komm, machen wir auf gut Glück. Mal gucken, ob ich das Wasser treffe oder nicht. Ich bin sehr überrascht. Ah, ne. Taucher. Die mich, muss verrecken, nicht treffen. Warte mal. Oh lol. Okay, das ist das Oberdeck hier. Was haben wir hier? Das ist einfach nur nochmal eine Höhle. Lol, was? Jetzt wird es ein Crash Bandicoot 3 Level auf einmal. Was passiert hier? Wo bin ich gelandet? Wozu habt ihr mich verführt? Hä? Ja gut, jetzt habe ich einen Kopfsprung gemacht ins... Ja, dann danke für den Hinweis, dass ich vielleicht mal einen Kopfsprung machen sollte. Ich glaube, das hätte ich zuletzt gemacht. Aber gut, Level geschafft. kann man auch mal machen. Ich schaue jetzt ganz genau zu, damit ich Bescheid weiß, wenn ich an der Stelle bin. Ja, ich möchte dich aber auch nicht spoilern, ne? Also ich möchte dich jetzt auch nicht hier zwingen, hier zuzusehen, nur von wegen... Und Spoiler und hast du nicht gesehen. GG, danke. Wenn du eine Frage stellst, ist es auch ein bisschen wie bei der Geburt eines Targaryen. Die Götter werfen eine Münze und je nachdem, was anständig ist oder Wahnsinn. Ja, so kenne ich das. Ansonsten hast du auch gerne Fragen. Ja, wenn ich dann schon mal eine Frage stelle und sowas, dann kommen auf jeden Fall immer gute Antworten dabei raus. Ja, das Wrack. Gut zu wissen, dass ich da einfach nur einen Kopfsprung habe. Ich hätte jetzt hier entlang gehangelt wie so ein Wahnsinniger und wäre wahrscheinlich gar nicht zum Schluss gekommen oder sowas. Alleine schon, dass jetzt da so viele Fische waren, hätte mich schon stutzig gemacht. Ich komme hier nicht durch. Wo ist hier ein Hebel? Und warum ist jetzt hier auf einmal Strömung? Da ist ein Hebel. Warum kommt... Willst du mich verarschen? Du schwimmst jetzt gefälligst dahin. Wieso komme ich da nicht hin? Frau Croft, das ist jetzt ein bisschen... Hallo? Ich würde wahnsinnig gerne zu diesem Hebel... Müsst ihr das jetzt künstlich spannend machen? Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt der Strom weg ist, der mich dann dahin führen soll, ne? Danke. Das ist doch mit Absicht so gemacht, dass man da nur ganz knapp zu dem Hebel hinkommt, ihr kleinen Schweinchen. Von Eidos. Die waren dafür verantwortlich. Aspire hat hier einfach nur noch mal ein bisschen seinen eigenen Schmuh gemacht, aber das grundsätzliche böse Kopf von Eidos oder Crystal Dynamics halt. Aha. Mhm. Immerhin habt ihr Medipacks dabei. Ich finde es eine sehr, sehr gute Bereicherung, dass die Gegner, wenn sie sich hier schon 5000 einbauen, dass die alle auch irgendwie ein paar Kleinigkeiten für einen dabei haben. So ein paar Snacks. Bin so für Piper sowas, hab das Teil schon mal was gezeugt, weiß noch nicht. Ja, so geht's mir auch. Ich habe gerade erstmal 5 Stunden diese komische Sicherung gesucht. Und um dann zu erfahren, dass ich da schon 2000 Mal dran vorbeigelaufen bin. Es ist passiert halt.
So, schön über die ganzen Ecken hier. Einmal nochmal drüber. Hier waren auch vorhin irgendwo Schritte. Okay, da ist ein Hebel. Danke fürs darauf hinweisen. Ich habe doch gerade irgendwo Schritte gehört. Okay, da sind irgendwo Flammispeicher jetzt schon mal, weil ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, das endet sonst böse. Schawupp. Ich laufe übrigens jetzt einfach nur straight rein, ne? Also, oh Gott! Hör doch mal auf mit deinem komischen Stahlrohr hier. Wieso darf er jetzt noch leben? Ey, mein Humpelter. So. Was machen wir auf engstem Raum? Wir pumpen Schrot. So, manchmal nervig mit den Hebeln und dem Verlaufen, aber ich finde es immer gerade spannend. Man rusht nicht so durch. Ja, ich finde... Ich finde, das ist halt so grundsätzlich halt auch das Spielprinzip von Tomb Raider damals halt gewesen. So ein bisschen dieses ruhige auch erkunden und so. Da ist im Vergleich... Was ist eigentlich heute los? Irgendwie ist das... Die fahren hier die ganze Zeit einfach schon eine Kolonne hier durch. Da ist Teil 2 eigentlich fast schon wieder zu actionreich, aber bei Teil 1 hast du ja immer noch mehr dieses Erkunden und immer in Ruhe zu dem einen Hebel. Und dann immer auch wieder so nochmal ein bisschen dieses Backtracking auch so, weißt du, du findest so die eine Tür, wo ist der Hebel dafür, so, also das ist halt das grundlegende Spielprinzip von Tomb Raider. Zumindest damals. Wenn man jetzt das Reboot spielt, dann ist es ein Shooter. Da ist dann der Action-Aspekt dann ganz aus dem Ruder gelaufen. Und noch gedacht, das wäre dann kommen wir so ein angeordneter Container. Das ist einfach nur der Schiffsaufbau, der keinen Sinn ergibt. Ja, es ist unnötig, ich sag's ja. Das ist von vorne bis hinten, ist das deren Handschrift, ganz ehrlich. Danke übrigens vorhin noch fürs Command-Posten. Ich hab kurz vergessen, dass es den gibt. Ich muss es probieren. Also mit ziemlicher Sicherheit gehe ich da in Flammen auf, aber... Ach, guck mal, über offener Flamme Lara geht. Hä? Nur vielleicht da nicht mehr. Oder? Na, kriegen wir jetzt eine Spahn-Lara oder? Nö, tatsächlich nicht. Ja, guck. Siehste, ab und zu auch mal ein Risiko eingehen. Warum nicht? Jetzt hoffe ich allerdings nur, obwohl ich komme hier auch locker wieder hoch. Jetzt sonst gesagt, wäre ganz gut, wenn die Flammen dann jetzt ausgehen für den Rückweg, aber ich kann ja auch hier wieder hochspringen, oder? Ja, guck mal, easy. Alles cool. Trotzdem einmal Hebel. Das war eine sehr kurze Kamerafahrt. Okay, die Flammen gehen aus. Ich kann hier oben hin. Ich weiß nämlich nicht, ob das getimed ist oder irgendwas, aber würde mir trotzdem ganz gerne angucken, was hier oben so Phase ist. Schawupp. Ist ja übrigens mittlerweile schon wieder kalt. Ne, manchmal denke ich jetzt mittlerweile auch wieder dran. Das wäre fast in die Hose gegangen. Da unten läuft übrigens schon wieder irgendjemand rum. Ich möchte halt nicht die komplette Shotgun-Muni jetzt wieder für irgendwelche Affen. Na, irgendwo da unten vielleicht. Okay, ja, Motor. Irgendwelche Kolben verschieben und sowas, damit ich mir Plattformen baue. Wahrscheinlich nehme ich zumindest stark an, dass es irgendwie in die Richtung geht. Auch wenn ich jetzt keinen Unterschied gesehen habe, ich habe mir die Kolben aber auch nicht angeguckt. Bin ich ehrlich. Hier komme ich nicht hoch. Heißt wohl runter. Ach komm, bald soll der Geiz, wir haben Speicherpunkte ohne Ende.
Und dann komplett barfuß durch. Und ja, das mit dem Tetanus, das hatten wir jetzt ein paar Mal. Das, vor allem, das ist basically, ne, hier, ich glaube, Rumpi hat es ja dann aufgeklärt, dass das Zeug Blüten heißt. Das hier, so hat der ganze Raum ausgesehen, den wir vorher hatten. Und da ist sie dann an so einer Schräge immer schön entlang gerutscht, barfuß. Ist, glaube ich, nicht so geil. Das stelle ich mir zumindest vor wie so eine Käsereibe und dann noch in ziemlich Kacke. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, guck mal, jetzt sind wir sogar tatsächlich sogar schon wieder in dem Raum hier. Hier läuft doch irgendwas durch die Gegend. Das sind doch Schritte. Das ist das zweite Mal in der Ecke, dass ich Schritte höre, aber niemanden sehe. Das macht mich ein bisschen friggelig. Okay, die Flammen sind an den Status seiner Tür gekoppelt. Ja. Cool. Das hat richtig gut funktioniert. Dreimal oder viermal im Chat. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist immer mal wieder kommt immer diese Tetanus-Nummer. Und ihr habt alle recht. Weil es ist auch nicht geil. Es war schon damals nicht geil. So, da ist nicht viel Unterschied. So, das ist halt einfach eine richtig beschissene Idee, hier barfuß durchzulaufen. Okay, das hat zumindest funktioniert. Das nicht. Da lade ich neu. Dafür brauche ich jetzt kein Medipack für. Wo auch immer jetzt hier diese Schritte herkommen, ich untersuch's gar nicht erst. Bin ich so regelmäßig hier. Alles cool. War auch heute nur. Also war schon. Wir haben, glaube ich, den ersten Rostflecken betreten. Innerhalb der letzten Stunde. Ja, ja. Wie gesagt, also wir haben gedacht, jetzt hör doch mal auf, da runterzufallen. Wir haben den ersten Rostflecken irgendwie betreten und ab da war vorbei. Da ging es nur noch Tetanus A, B und überhaupt. Ich zwinge auch keinen hier zu sein. Alles ist cool. Ich freue mich immer, wenn ihr vorbeischaut. Den Rest, wenn man es denn nachholen möchte, kann man nachholen. Alles ist gut. So, warte. Das sieht doch wie so ein Sprung hier aus, oder? Ja. Und den hier. So. Da hinten ist ein Secret. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn ich es aufgenommen habe, muss ich einmal nochmal um die Dingens laufen. Deswegen pfeife ich einfach drauf. Und gehe den anderen Weg, weil die Secret-Runde, die mache ich sowieso nochmal für mich. Die ist eh rum. Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die ganze Zeit immer so wechsle. Geht doch so auch. Muss mir das mal angewöhnen, das mit der Menütaste zu machen, wenn es schon funktioniert. Bin beim Lurkraum, mein Supermarkt mal auf, bevor es losgeht. Dann viel Spaß beim Aufräumen. Ich hoffe mal, dass das heute was wird mit der Erweiterung. Was? Ging es um die Erweiterung? Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Geschäft läuft. Sagen wir es mal so. Und viel Spaß im Lurk. Danke fürs Reinschauen. So, wir schieben. Viel mehr können wir sowieso nicht machen. Kann ich nochmal weiterschieben? Oh. Kann ich nochmal weiterschieben? Komm, das ist jetzt aber auch nicht umsonst gewesen, oder? Ich habe gedacht, jetzt finde ich irgendwie ein cooles Secret oder sowas, weil ich mich getraut habe, weiterzuschieben und es ist gewollt. Toll. Ja, darum ging es, danke, nice. Dann viel Erfolg dabei. So, wir schieben nicht mehr. Wir laufen. Wir bleiben einfach stehen und gucken in den Abgrund. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Ich habe den ganzen Bums jetzt nur gemacht, einfach nur im Kreis zu laufen zu einer Stelle, an der ich sowieso schon war. Ich bin erbost. Hä?
Nee, nee. Das lasse ich jetzt nicht mit mir machen. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Da ist doch irgendwo ein Hebel, den ich jetzt verpasst habe oder sowas. Oder ich muss nochmal in den Flammenraum. Ja, Streams-Moment nachholen ist nicht so meins. Ich versuche ja live dabei zu sein, wenn ich kann. Dann kann mir Kunde schon sich geben. Ja, das ist ja, auch immer solche und solche, also die Bock mehr auf live haben, die Bock mehr auf Let's Play haben. Deswegen biete ich mittlerweile ja beides an. Zumal Let's Play aufgenommen tatsächlich super ist, um berufstätig für Content zu sorgen. Wenn es dann damit das jetzt mal nicht klappt für einen Stream oder so. Aber jetzt im Moment dann jetzt auch mal mit den aktuellen Titeln. Aktuell jetzt Tomb Raider Remastered, ja. Aber wenn man dann live mal wieder so einen aktuellen Titel auch mal als Content wieder reinschiebt und den dann noch als Folgen verwursten kann, ist eigentlich ganz cremig. So, was ist jetzt, was war das jetzt hier? Warum habe ich jetzt hier 5000 Kisten geschoben für Nippes? Das kann doch nicht sein. Das, hä? Oh. Ich habe eine Idee. Nee, das hätten, ne. Warum 2024? Ja, inspirational. Das lass ich mir mal einfach in so einer inspirational Schrift tätowieren irgendwo, glaube ich. So, jetzt hier rüber. Jetzt ist bestimmt hinter der Kiste da, wo ich jetzt das Teil renk. Ja. Shotgun Muni. Aha. Shit. Das hätte ja auch nicht ein Hebel sein können oder sowas. Ja, macht Spaß. Das ist super. Spiel des Jahres. Hat richtig Bock. Für fucking Shotgun-Muni. Du ziehst einen Hebel. Veränderst die komplette scheiß Levelstruktur, indem du diese Kolben durch die Gegend schiebst. Ich trinke gleich mal einen Schluck. Ja, danke. Ich wollte sagen, dann laufe ich doch lieber wieder hier hin. Aber dann geht die Tür wieder zu. Ich will das nicht, dass das einfach nur... Ja, okay, die Dinger sind jetzt dann weiterhin... Oh, hä? Ey, ich weiß es gerade nicht mehr weiter. Vor allem dieses... Ja, gut, für das Secret, ja. Also, dass man das dann halt verändert und da so einen kleinen Jump'n'Run-Einlage macht irgendwie, dann für das Secret, das ist ja dann auch nochmal eine andere Geschichte. Warum geht... Dann, warum passiert da nichts? Aber dass man dieses ganze Rumgeschiebe, also nachdem man dann schon mal das Jump'n'Run gelöt gemacht hat, plus nochmal dieses ganze Rumgeschiebe, plus noch zwei Räume extra irgendwie, um dann diese Dreistigkeit zu besitzen und da einfach nur eine Shotgun-Muni hinzulegen. Zwei, to be fair. Na, trinke ich doch jetzt erstmal einen Schluck. Prost übrigens. Ja, funktioniert super, komme ursprünglich vom YouTube-Kanal und habe eher zufällig gesehen, dass es einen Stream gibt. Aber erst wieder seit kurzem tatsächlich. Jetzt, wo wir wieder Bock drauf haben und Zeit und so. Na, freut mich immer, wenn dann von YouTube von den Leuten auch welche dann den Weg auf Twitch finden. Weil parallel auf YouTube-Stream funzt noch nicht so richtig irgendwie, weiß ich nicht. Braucht man ja auch, glaube ich, irgendwie nochmal so einen Split irgendwie da rein und sowas. Deswegen, Twitch ist da momentan immer noch meine liebste Plattform. Da funktioniert das alles immer ganz gut. Ja, hier das Elend seinen Weg gefunden und mir Munition beschert. Immerhin. Ist ja nicht alles schlecht. Aber trotzdem irgendwie doch ein bisschen scheiße, ehrlicherweise. Ich lass das nicht auf mir sitzen. Ja, genau. Ich will das nicht auf mir sitzen lassen, dass das hier schlicht und ergreifend alles für ein bisschen Muni gemacht wurde. Geht doch nicht. Und das Secret, ja. Hat das jetzt sollte, weiß ich allerdings auch nicht. Ach, Mann, ey.
Ich weiß es doch jetzt auch nicht. Jetzt haben wir hier natürlich wieder die Schritte und das Getibbel. Und ja, da ist jetzt Munition, die ich jetzt liegen gelassen habe, rein theoretisch, ich weiß. Aber dann würde ich mich dann eher nochmal erstmal kurz hier ein bisschen umgucken und vielleicht eine andere Route nochmal finden oder so. Jawohl, hier komme ich ja her. Dann fängst du irgendwie hier an, dann machst du hier den ganzen Geschiss mit von wegen, ne, umbauen und überhaupt. Aber dass das alles echt nur dafür ist, ist irgendwie weird. Dazu kommt dieses durchgehende Herzklopfen. Was noch sein könnte, ist tatsächlich, dass wenn ich die andere Stellung von den Teilen nehme, wobei ich jetzt gerade auch nicht weiß, ob ich das überhaupt noch einstellen kann, dass ich dann die andere Richtung laufe und dann zu diesem anderen Hebel da weiter oben komme, wobei ich dann auch nicht ungenau weiß, was der mir eigentlich bringt. Ach so, jetzt haben wir natürlich wieder hier ein paar Leute. Ich hätte nach der Muni auch nochmal speichern können. Das ist absolut richtig. Ey, das macht mich immer noch so fertig, dass hier hinter jetzt echt nur Muni ist, ne? Und ein Secret. Also, das ist halt so die Sache. Manche Secrets sind gefühlt immer einfach nur da. Also da schwimmst du gefühlt vorbei und nimmst die auf. Gibt aber auch so das eine oder andere, wo man einen kompletten Schiffsmotor erstmal auseinandernehmen muss, bevor da irgendwas passiert. Also, ja, komm, ich hol mir jetzt wenigstens, das ist meine ganz persönliche Trophäe ist das jetzt hier. Diese zwei beschissenen Stück Munition für die Schrotflinte. Ziehen, ziehen, ziehen. Springen, springen, springen. Rumlaufen und eingesammelt. So. Treibt's nicht auf die Spitze. Oh, ich muss das mal ändern, dass der Typ das immer auch nochmal reinpostet. Hier, warte mal, ich schieb den jetzt nochmal in die Richtung. Einfach um mir den Weg jetzt vielleicht nochmal zu verbauen und unter Umständen irgendeinen Geheimhebel zu finden oder sowas. Aber kann ja gar nicht. Kann ich das Ding jetzt einfach irgendwo anders hinschieben noch? Nee. Ich baue den Weg jetzt einfach zu. Das hat der Weg jetzt einfach mal davon. Das Ding kann ich auch nicht mehr drücken, ne? Nee. Boah, Leute. So, Kaffee ist leer, ne? Dann tue ich das Wasser, was ich eigentlich da mal hatte. Irgendwann gleich müsste meine Frau auch nach Hause kommen. Man darf gespannt sein. Ja, wieder hier. Das Abenteuer ist beendet. Ist jetzt nur die Frage, warte mal, ist das jetzt dann hier wieder diese Grundstellung, die ich dann machen kann? Oh, warte. Jetzt habe ich mir natürlich den Weg verbaut, was ein sehr intelligenter Move war im Endeffekt, aber ich mache das wieder rückgängig. Und jetzt dann von der anderen Seite darüber springen, weil es nämlich eigentlich ursprünglich von der einen Seite gar nicht geht. Hoffe ich. Jetzt einfach zuziehen und dann bleibe ich da in diesem kleinen Kämmerchen für ewig. Wer treibt denn was auf die Spitze? Ich sehe niemanden, der was auf die Spitze treibt. Nö, nee, alles gut. Ich habe nur kurz gedacht, da ist passiert was, aber war nicht, hab mich geirrt. Hier ist immer noch Captain, ich liege in der Wand. In der Wand, Egon.
Das hier nämlich dann jetzt. Jetzt ist das wieder quasi geändert. Ich habe mir den Weg wieder zurück dann jetzt gebaut quasi. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt hier entlang springe, auf der anderen Seite zu dem Hebel kommen, weil das ursprünglich nämlich nicht funktioniert, von der anderen Seite hier dran zu springen. Level Design. So, aber jetzt speichere ich vorher mal. IQ 200, danke. Endlich wird der auch mal genutzt für was Positives und nicht immer, wenn ich Scheiße baue. Drücke den Hebel. Ich habe mich kurz gefragt, was anders ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ganze Ding unter Wasser steht. Das ist anders. Warte mal, gehe ich jetzt am besten wieder zurück über den... Hat sich das... Oh lol, die Kolben haben sich wieder zurückgefahren, glaube ich. Dann von hier aus einmal da dran. Funktioniert nicht, schade. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Wäre ich wahrscheinlich 2040 noch nicht drauf gekommen. Ja, das war jetzt so ein Geistesblitz, der kommt dann alle paar Jahre mal vor. Gut, dass es jetzt war, weil sonst wäre das ein sehr langes Let's Play geworden. Warte mal, kann ich mich irgendwie runterlassen? Was war das? Nee, das wird nichts. Ja, dass das jetzt unter Wasser ist, ist mir jetzt bewusst. Danke, Spiel. Da muss ich nochmal speichern. Ah, okay, über die Ecke funktioniert's. Okay, dann zack. Jetzt muss ich natürlich nur wieder erstmal den Gang finden. Oh, die Katze wird aktiv. Jetzt muss ich nur wieder diesen Gang finden, zu dem es dann ging. War der das? Nee, da bin ich hergekommen. Das war jetzt das mit diesem Schiffsbauch, mit den ganzen Lamellen da. Übrigens rein jetzt von der Theorie, dass das der Motor ist, müssten wir jetzt ja in einem Schiffspart sein, der richtig rum ist. Übrigens. Wirkt zumindest so. Jetzt sind wir auch wieder auf normalem Boden, wenn ich... Ah, guck mal, jetzt ist es unter Wasser hier. So, Freunde, dann ist hier jetzt nämlich dieser Hebel an der Wand, der ein Unterwasserhebel ist. Den habe ich zum Glück vorhin schon gesehen und jetzt ist dann auch endlich mal die Tür auf. Der ganze Geschiss jetzt wirklich nur für eine Tür, ne? Das, was machen die denn, wenn der Part jetzt nicht überflutet ist, wenn da einer an den Hebel muss? Müssen die dann Räuberleiter machen oder was? Ja, na großartig, jetzt kommen schon wieder Taucher Johnny und seine Freunde. Werden einfach eiskalt ignoriert. Ich habe keinen Bock, mit der Harpune zu schießen. Ich mag die Waffe nicht. Ach, das ist doch scheiße. Warum ist denn jetzt hier eine riesen Moräne? Glaub ja, ne? Ja, toll. Und schaut wieder den ganzen Bums her. Ja, ist unter Wasser. Also manchmal macht dieses Spiel einen ein bisschen fuchsig. Gelegentlich geht's. Ja gut, dann werde ich mich jetzt gleich mal erstmal mit dem Taucher prügeln, weil dann brauche ich hier ein bisschen mehr Zeit. Ey, da willst du einmal in Ruhe einen kleinen Tauchgang machen, weißt du? Das ist direkt erstmal alles komplett für den Arsch. Warte, ich öffne mir jetzt mal erstmal die Tür und gehe dann erst nochmal Luft schnappen. Ich glaube, das funktioniert ein bisschen besser. In der Reihenfolge. So, hier erstmal wieder durch, da wieder durch, dann hier hoch, dann einmal kurz Luft schnappen. Dann unter Umständen schon mal auf die Harpune wechseln. Ich müsste mittlerweile aber auch genug als Munition haben, oder? Ich habe ja ein bisschen, ein bisschen was gefunden. So, mit der kannst du ja dann nämlich unter Wasser ein bisschen fighten. Da kann Taucher Johnny mit seiner Harpune dann... Atemgerät ist auf jeden Fall am Stinsel. Kann ich mich drehen? Jawohl. Damit hat er nicht gerechnet. So, ein bisschen Blut im Wasser. Hat noch niemandem geschadet. Gut, dass hier das Loch ist zum Atmen. Das ist gut zu wissen. I leave in a reef and there's two sets of teeth. That's summary. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass das eine war. Die Sache ist, kann ich die... And the second inside, that's a... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wieder irgendein Meme-Lied, was ich nicht kenne. So, pass auf. Kommst du bestimmt nicht bis hier hinten, oder? Doch, kommst du. Mensch, das ist ja eine große Überraschung.
Ich hätte speichern sollen, bin ich ehrlich. Vor allem, weil ich jetzt wieder hier bin. Kommt bestimmt nicht so weit. Dass das ein sehr, sehr langes Viech ist, das hätte ich mir jetzt nicht denken können wahrscheinlich, ne? Ja gut, mit dem Wissen, dass da jetzt tatsächlich dann jetzt auch gleich wieder was zum Luftholen ist, kann ich ja jetzt eigentlich schon mal die Waffe wechseln und dann direkt durchtauchen. Und dann speichere ich nochmal bei dem Wasserding und hoffe, dass der jetzt nicht jedes Mal mich hier wegsemmelt. Sondern ich auch ab und zu nochmal eine Chance habe, hier das Level zu machen. Es wäre auch fast ein Träumchen, wenn wir es heute noch schaffen würden, das ganze Schiffsgelöt hier fertig zu machen. Von dem Game. So, Waffe ist gewechselt. Schawupp. Ich hasse diese Harpune, vor allem wegen dieser Nachlademechanik. Also ich finde es gut, dass man sie nachladen kann, aber warum? Alle anderen Waffen funktionieren doch auch ohne Muni. Also ohne nochmal Magazine nachzuladen. So. Medipack rein. Speichern. Kurz nochmal umgucken. Habe ich nämlich gerade gar nicht gemacht, glaube ich. Ich habe jetzt nur nochmal geguckt, aber es ist echt einfach nur zum Luftholen hier. Und wieder rein ins Kühlen. Das ist gut, dass ich mir die Muni so ein bisschen aufgespart habe, ehrlicherweise. Ich habe gespeichert, oder? Ja, komm, ich lasse es jetzt drauf ankommen. Darfst du überhaupt was? Ja, augenscheinlich nicht. Man kann das Vieh auch einfach schlichtweg nicht. Ich glaube, ich muss da einfach dran vorbeischwimmen. Ja, ich habe gespeichert. Merke ich dann jetzt auch mal wieder, nachdem ich dann jetzt auch nochmal geladen habe. Komm, dann halt hier äußerster Rand. Deswegen ist der Rand wahrscheinlich auch hier, damit man auch schön einmal am Rand hier entlang und sich in die Hose kackt, wenn das Viech rausschießt. Und jetzt auch dran denken, denselben Weg wieder zurückzumachen. Nein, nicht da. Ja, wollte gerade sagen, ja, das ist genau dafür ist das da. Toll. Und ich schieße erstmal 20 Magazine in das Viech rein. Da ist die Luke. Hallo. Bitte. Kannst du. Danke. So, und hier ist doch bestimmt wieder Latten-Johnny am Start. Oder irgendein anderer Johnny ist hier wieder. Gib mir automatische Pistolen, bitte. Na, nicht? Das, eigentlich riecht das nach denen hier. Gut, dann hauen wir uns doch nochmal die Magengegend ein an irgendeinem rostigen Scheiß hier. Ach komm, ey. Können wir mal speichern. So, da ist eine Tür. Da ist ein Hebel. Hebel öffnet Tür. Oh, Mensch, das ist ja einfach. Wenn man jetzt noch durch die Tür kommt. Wow. Hallo? Okay, jetzt haben wir zwei Hebel. Das macht das Ganze jetzt natürlich wieder ein bisschen komplizierter. Ah, okay. Ich nehme jetzt einfach mal an, ich kann da entlang hangeln. Vorausgesetzt, ich schepper nicht volle Kanne. Ja gut, daneben scheppern wäre tatsächlich noch ein bisschen heftiger gewesen, aber gut. Ich gehe jetzt auch gerade mal nicht davon aus, dass das irgendwie geteilt... Ich hoffe es. Schluck trinken.
Ja, es sind Egons, dann Johnnies, man könnte was meinen, die haben gar nicht den gleichen Namen. Ich werde da auch langsam skeptisch tatsächlich. Warum funktioniert das nie in einem Abwasch? Na, ich glaube, dann wäre es auch langweilig. Ich glaube, das Spielprinzip von Tomb Raider ist einfach dieses ständige Scheitern. Das macht's einfach aus. So, es ist endlich mal bin nicht ich, ist der da die ganze Zeit in der Luft hängt. So, ich versuche das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich weiß, ich könnte hier jetzt auch nochmal in dem Raum so ein bisschen rumklettern, glaube ich, aber das Mikrofon nochmal ein bisschen nach unten. Dann nehme ich jetzt aber auch erst links, dann rechts, weil dann ist, glaube ich, die Reihenfolge auch ein bisschen besser. Nee, sie nicht. Was habe ich denn da jetzt für einen Scheiß erzählt? Das ist ja völliger Quatsch, den ich da gelabert habe. Mal vorausgesetzt, ich treffe überhaupt das Teil. Ach komm, ich lade nochmal und speichere dann, wenn ich den Raum betrete. Das glaube ich für alle Parteien besser. Dann ist zwar der Kollege da oben nochmal am Leben, aber yo, was? Kunststückchen, alles klar. So, jetzt liegt der auch gemütlich, ne? Da wollte ich eigentlich auch nur darauf hinaus, dass der Typ mal so einen vernünftigen Liegeplatz hat. Jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite. Das gehört mit dazu zu dem Plan. So. Speichern. Immerhin funktioniert es jetzt auch mal. So, in der Hoffnung, dass die jetzt nicht wegklappen. Patschi, patschi, Händchen. Das ist zumindest schon mal ein Hebel. Das ist ein gutes Zeichen. Wo immer das war. Ich glaube, das war dann schon wieder im Nebenraum. Okay, also wir haben irgendwas runtergeklappt. Das ist nur die Frage, aber wahrscheinlich dann irgendwo hier. Und jetzt kann ich dann auch wieder hoch. Weil es dann erst jetzt irgendwie Sinn ergibt oder so. Hoffe ich. Ja, cool. Hatte viel Schönes. Kann ich hier vielleicht hoch schon? Warte mal. Hier, nee. Uiuiui. Das ist aber auch nicht richtig. Da ist auch nochmal irgendwie eine andere. Diese Schaltungen. Wo bin ich denn hier? Ich wollte doch einfach nur nach China und einen Dolch suchen und nicht jetzt in irgendeinem untergegangenen Schiff hier irgendwelche. Ich sollte speichern übrigens. Also ich habe keine. Ich weiß immer noch nicht, was ich da runtergeklappt habe tatsächlich. Ach du Heilige. Ein Egon. Egon. Ja gut, hier auf der anderen Seite ist nochmal irgendwie so ein Loch. Hier geht's runter mit ein bisschen Gebröckel. Was ist mit dir denn? Mal keine Gefahr eingehen hier. Genau deshalb. Der hat mich jetzt schon wieder direkt meine Füße angelutscht. Na ja, toll. Und er hat Brüder. Oder Schwestern. Nehmen wir mal die normalen hier. Also wurden doch alle in einem Raum entworfen, in dem seit 53 kein Sonnenlicht und keine frische Luft mehr waren. Die wurden in einem Raum erfunden, in dem schon von Anfang an keine Frischluft war. So bescheuert, wie die Designs sind teilweise. Aber wir wissen ja auch alle, wer dafür verantwortlich ist, also von daher wundert es mich nicht. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Ich meine, gut, das kann man immer noch mit baulichen Schwierigkeiten aufgrund des Untergehens des Schiffes erklären. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, ich habe mich irgendwie noch gerettet. Hä?
Hä? Das war von vorne bis hinten, wurde ich reingelegt. Das ist ja frech. Kann ich hier hoch? Also hochziehen, ja. Wahrscheinlich dann jetzt direkt mit einem Sprung. Ah. Okay. Kann ich den hier bringen? Nein. War ein bisschen zu schön gewesen. Alternativ jetzt hier in die Ecke. Ja, so halt, ne? Und dann hier über die Schräge, dann über die Schräge und hier festhalten. Jetzt kommen wieder diese ganzen Tomb Raider-Sprünge hier raus. Die ganzen Classics. Okay. Also wir können hier gehen. Das ist schon mal viel wert. Das habe ich auch schon anders erlebt. Und ich glaube, wenn man jetzt hier anfangen würde zu rutschen, barfuß, würdest du da auch einige Splitter ziehen. Höchstwahrscheinlich schon einfach beim bloßen Drüberlaufen. Ich will gar nicht passieren, was passiert, wenn der große Zeh dann drin hängen bleibt in einer von diesen ganzen Lücken. Okay. Ich hinterfrag das gleich. Okay, er kann einfach durch Geländer gehen. Das ist auch schon mal nett. Echt schräg, das alles. Badum. warum stehen hier so viele Betten? Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das Betten sind. Warum stehen so viele davon hier in einem Raum? Was war das für eine Kreuzfahrt? Hm? Was hat die High Society so getrieben in der Maria Doria, hä? Warum stehen die vor allem überall? So auf dem Flur. Ich sollte mich heilen. Ja, okay. Oh, ich habe echt keine großen Medipacks mehr, ne? Ich habe nur noch eins und dann ist hier Schicht im Schacht. Dann habe ich nur noch ein paar kleine. Irgendwo höre ich doch schon wieder einen durch die Gegend fetzen hier. Warum nehme ich die M16 eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil ich keine Muni dafür habe. Das ist mir irgendwie zu schade, aber ich sollte sie mal benutzen. Ich werde langsam so ein bisschen skeptisch, auf was für einem Schiff ich mich hier befinde. Und was ich eigentlich suche, das ist auch immer noch nicht ganz klar, aber ich glaube, ich suche einfach das, was Marco Dingenskirchen sucht. Okay, wir haben eine Kiste. Ratatatatata. Und einmal auf die Uzis wechseln, weil ich nicht so viel Munition habe für die M16 und ich hätte sie gerne für große Gegner. Was haben die hier eigentlich alle zu suchen? Warum hat er seine komplette Mannschaft einfach hier abgestellt? Als gäbe es keinen Morgen. Hello. Hallo. Hallo. Ja, weil ich das sauber gemacht habe. Oh, ja. Kein Thema, sag ich. Kein Thema. Missy ist übrigens da. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt tatsächlich auch mal hört, weil ich habe das Mikrofon anders eingestellt. Ja, damit man teilweise auch Sachen hört, die nicht direkt hier vor der Dingens passieren. Ach so. Damit ich mich auch mal bewegen kann und zurücklehnen kann vielleicht. Hat die sich heute einmal bewegt? Ja, sie okay. War zwischenzeitlich da hinten. Boah, so ein Knacki, ey. Machen wir gleich. Ich mach gleich nochmal Päuschen. Obwohl ich nicht weiß, es ist eigentlich fast wieder Essenszeit, ne? Naja. Naja. Jo, kann man hören. Grüße von Eridin. Weiß nicht, ob man es gehört hat, aber Grüße zurück. Das ist noch ein bisschen Gewohnheit hier, ob man jetzt irgendwelche Sachen hört und was man nicht hört und überhaupt. Hört man, wenn ich pinkel? Wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, hier läuft doch noch irgendwo einer von den ganzen Leuten, läuft doch hier noch rum. Die lassen alle nichts mehr fallen. Wir nähern uns langsam diesem Punkt von Tomb Raider, wo ich sage, ja okay, wir hatten jetzt die ganze Zeit wieder schön, jeder lässt irgendwie ein Medipack fallen und sowas und jetzt machen sie alle wieder gar nichts. Jetzt weiß ich übrigens auch grob, wo ich die Kiste hinpacken muss, glaube ich.
Sei denn dahinter ist jetzt natürlich auch direkt irgendwie was. Das könnte natürlich sein. Ja, okay, wenn, dann schieben. Vielleicht Shotgun-Muni? Nee, ein Schlüssel. Ach, Mensch. Das hat tatsächlich mal was Sinnvolles. Alle geizig geworden. Ja, ja. Das ist jetzt wieder der Punkt. Am Anfang wirst du richtig schön verwöhnt mit Medipacks und sowas. Nimmst du immer mal ab und zu mal eins, ne? Weil ist ja gerade da. Das weiß ich nicht, die Spülung safe, aber wie gesagt, ich muss mir das im Nachhinein selber nochmal anhören. Ich habe keinen Hartenstrang, die ganze Zeit deine Furze so. beim Reden die ganze Zeit so ein Unterfurzen. Ein Ton. Ein so ein Furzton die ganze Zeit. Oh, warte mal, ich bin gerade hart verwirrt. Warte mal. Ich komme ja am ehesten tatsächlich davon, aber ich glaube, dann ist das Kiste verschieben tatsächlich einfach nur dafür da. Ich bin hart verwirrt, ehrlicherweise. Also hier jetzt großartig irgendwelche Stunts versuchen, funktioniert schon mal gar nicht. Ich hätte sonst gesagt, halt wirklich einfach von der Ecke hier. Aber das klappt nicht. Das ist ein bisschen kacki. Was theoretisch noch irgendwie funktionieren könnte, wäre vielleicht von hier aus. Da einmal dran, da einmal dran. Nee, okay. Hätte sonst gesagt, wenn es dieselbe Höhe gewesen wäre, hätte man locker irgendwie da drin landen können, aber war nicht. Ich spekuliere immer noch auf diese Kante hier. Dass man hier, zack. Das fragen wir uns alle. Wir hoffen auch alle, sie hat eine Tetanus-Impfung, weil sie ist gerade damit barfuß über Rost gerutscht. Ich kann gerade sagen, hast du ein bisschen, hast du mal Stück langsam gesehen? Ich meine, was auch noch funktionieren könnte, wäre vielleicht mit Anlauf hier über das Ding rüber segeln. Aber nee, ist zu weit. Ich laufe halt irgendwie in Spur, aber das kann man nicht machen. So, das funktioniert hier auch nicht, da komme ich nicht mehr weiter mit dem Geschiebe von der Kiste. Versuchen wir erstmal was anderes. Leichenstapel. Da ist eine Kiste, kannst du die da rüberschieben? Ja, nee, das ist halt hier grundsätzlich immer, hier ist dann Ende. Also da, du kannst nicht über irgendwelche strukturellen Veränderungen. Mhm. Dann wenn halt, dass die genau dafür einfach ist, dass man hier wieder hochkommt. Und so. Und das, vielleicht musst du da hinten ja noch nicht her. Das spielen wir das nicht. Au. Er hat mir in den Kopf eingehauen. Oh, warte mal, warte ich vielleicht. Da ist eine Kiste. Ja, aber die kriege ich im Leben nicht dahin. Da ist eine Kiste. Kann ich die jetzt noch weiterziehen? Weil dann ist das wieder dasselbe Prinzip, was wir schon mal hatten. Nämlich einmal so ein, quasi so einen Rundweg bauen. Weil hier runterspringen kann ich ja. Ich finde es unangenehm, wie niedrig die Decke ist. Ich habe jetzt Angst. Ja, hier. Also das funktioniert zumindest schon mal. Hier ist ein Schlüsselloch. Ich habe keinen. Doch, ich habe einen Schlüssel. Ich habe da ja gerade einen gefunden. Das ist ja wundervoll. Ah Gott. So. Auch er natürlich wieder. Nichts am Start. Das ist jetzt echt ein bisschen belastend mittlerweile, dass die halt alle nichts mehr dabei haben. Weil ich hätte gerne, dass die was dabei haben. Ah, ist sogar der Richtige. Sehr gut. Klack, klack. Okay, darum ging's. Hast du hier auch noch irgendwo Besuch zufällig, der mir keine Medipacks, keine Munition, kein gar nichts bringt? Ja, hast du. Es ist mittlerweile echt ein bisschen witzlos. Nehmen wir mal die hier, damit wir nicht die komplette Uzi-Muni weghauen. Okay, dass hier irgendwelche Stühle sind. Ach, das sind Sessel. Ja, okay. Ich meine, dass die das jetzt hier nicht nachmodelliert haben, ist ein bisschen logisch, weil man muss halt, man nutzt das halt auch einfach, um hier zu laufen. Du bleibst hier, mein Freund. Oh. Du hast ja Freunde. Da hätte keiner mit rechnen können. Uzi. Immerhin. Das ist immerhin mal jemand, der wieder was dabei hat. Er natürlich wieder nicht. Okay, der Hebel macht jetzt höchstwahrscheinlich den Bums hier nochmal auf. Wenn ich einen Durchgang habe. Oder auch nicht, der verschiebt den Vorhang. Das wäre natürlich das nächste gewesen, worauf ich spekuliert hätte.
Jetzt ist aber auch langsam mal gut hier. Ich hab gedacht, die Reboots wären der Shooter-Part, aber jetzt mittlerweile geht es ja hier bei den Originalen schon wieder los. Hier auch wieder wunderbar eine Kiste. Wahrscheinlich wieder, weil dahinter was ist. So ein Sprungtuch einfach. Das ist ein massiver Vorhang. Ja, ja, ist auch das Theater hier. Das ist ein Riesenvorhang. Das ist fast genauso massiv wie Beton. Das ist auch vor allem nochmal ein Achievement. Warte mal. Nee, ohne Munitionsverbrauch bitte. Ich brauche Licht. Ja, gut. Ah. Ja, okay, warte mal. Dann schiebe ich die dann doch lieber nochmal ein. Ich habe eigentlich gedacht, dahinter ist jetzt vielleicht wieder irgendwas zum Aufsammeln. wann passiert das schon mal, dass wir wieder irgendwas aufsammeln dürfen? So. Sprung. Ich sehe gar nichts. Also ich, klar, ja komm. Gute Taschenlampe von Smith & Wesson, ja. Nee. Da lang. Einmal so alle paar Jubeljahre Shotgun-Muni. Das war so klar, wo habe ich zuletzt gespeichert. Das ist eine Weile her. Sagen wir mal so, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um zu sagen, dass ich aufgebe. Nee, ich mache das beim nächsten Mal. Ich spiele bis zum nächsten Mal tatsächlich mal wieder bis zu dem Punkt im Theater und dann machen wir hier jetzt erstmal Päuschen. Weiß nicht, ob ich heute Abend vielleicht nochmal ein bisschen was mache oder ob ich da dann erstmal nochmal meine ganzen anderen Kram durchbaddel. Werden wir sehen, aber dann mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen Päuschen. Ich muss mich sowieso mal ein bisschen strecken, hinlegen und überhaupt war wieder mehr als genug. dann würde ich einmal sagen, ich gucke mal kurz, was hier los ist.